So sicherst du in 3 Sekunden Sättel, Laufräder und Co. mit Hexlocks. Hi, ich bin Matthias. Herzlich willkommen zu PowerUnity erklärt. In Deutschland werden pro Jahr ca. 300.000 Räder gestohlen. Wenn es um Schlösser fürs Fahrrad geht, werden wir von Experten sehr gut aufgeklärt. Doch auch sogenannte Komponentendiebe stehlen, was das Zeug hält. Sie sammeln quasi alles, was nicht fest gesichert ist. Sättel, Räder, Pedale. Wir finden, es ist an der Zeit, den Komponentendieben die Stirn zu bieten. Nur 3 Sekunden können es Gelegenheitsdieben und Profis unmöglich machen, deine Fahrradteile zu entwenden. Und dazu verwendest du Hexlocks. Nach dem Video weißt du, aus welchen Komponenten das Hexlocks-Basissystem besteht, wie du es in Sekundenschnelle montierst und wieder mit dem Schlüssel entfernst. Was ist Hexlocks genau? Und kann man es wirklich nicht knacken? Das Basissystem von Hexlocks besteht aus einem Inlay und einem dazugehörigen Key. Das Raffinierte an dieser Kombination, keine gleicht einer anderen. Das Inlay und der Key werden mit einem Code programmiert, wodurch das Inlay weder mit einem beliebigen Magneten oder einem anderen Schlüssel entfernt werden kann. Das Inlay blockiert den Weg für alle Imbusschlüssel. Ein großes Plus: Die Hexlocks-Systeme lassen sich ganz einfach in die verbauten Montageteile integrieren und sind dabei nahezu unsichtbar. Und wie funktioniert der Diebstahlschutz von Hexlocks? Das Hexlocks-System sichert alle Fahrradteile, die mit Hilfe einer Imbusschraube am Rad befestigt sind. Wir zeigen dir anhand der Tretkurbel, wie Hexlocks anzuwenden ist. Wie ihr sehen könnt, ist Hexlocks eine Art Schraubenaufsatz, der den Hohlraum verschließt, den eine Innensechskantschraube hat und damit verhindert, dass ein Imbusschlüssel aufgesetzt wird. Aktuell gibt es Hexlocks in den Größen 4, 5, 6, 8 und bald auch 10 mm. Unsere Tretkurbel hat einen 8 mm Innensechskant. Deshalb verwenden wir auch ein 8 mm Inlay. Ganz wichtig, Schlüssel und Inlay müssen frei von jeglichen Verschmutzungen sein, damit der Key auch greift. Achte darauf, dass der Schlüssel komplett auf dem Inlay sitzt. Führe nun das Inlay in das Loch der Imbusschraube und drehe den Key um eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn. Nun sitzt der Einsatz fest in der Vertiefung der Imbusschraube. Um das Inlay wieder zu entfernen, musst du den Key gerade auf das Inlay setzen. 1 bis 2 Sekunden warten und dann das Gegenstück gerade herausziehen. Doch Vorsicht! Das Herausziehen darf nicht ruckartig passieren, da der Schlüssel ansonsten nicht greift. Dass er greift, merkst du an einem leichten magnetischen Zug. PowerUnity-Tipp: Wie du siehst, passen Schlüssel und Inlay perfekt zueinander. Du solltest deshalb gut auf den Schlüssel aufpassen und ihn entweder an einer sicheren Stelle verwahren oder ihn beispielsweise an deinen Schlüsselbund hängen. Wir von PowerUnity kennen uns mit Diebstahlschutz aus. Und ganz ehrlich, Hexlocks ist ein sicheres und unsichtbares System, mit dem man seine Komponenten, Sättel, Pedale etc. perfekt schützen kann. Für unsere Kunden, die ihr E-Bike bereits mit unserem GPS-Tracker BikeTrack sichern, haben wir ebenfalls eine tolle Anwendung für Hexlocks. Ist dein Motor nur durch das Entfernen der Tretkurbel zugänglich, so kannst du mit Hexlocks deinen Motorraum versiegeln. Dazu brauchst du das 8 mm Set mit Inlay und Key. Uns ist zwar bei tausenden verbauten Biketracks noch kein Fall bekannt, bei dem der Tracker vom Dieb ausfindig gemacht wurde. Wenn für dich aber 200%ige Sicherheit wichtig ist, dann ist Hexlocks dein System. Deswegen gibt es Hexlocks auch in unserem Online-Shop. Schau doch einfach mal vorbei unter www.powerunity.com. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und erhalte wertvolles Wissen zum Fahrrad- und E-Bike-Diebstahlschutz aus erster Hand. Ich bin Matthias von PowerUnity. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ach und übrigens, über einen Daumen nach oben freuen wir uns auch.